Es brennt, es juckt, es krabbelt. Diagnose: Läusealarm. Vor allem Kinder werden häufig von den kleinen Blutsaugern befallen, da sie im Kindergarten oder in der Schule intensiv Kontakt mit anderen Kindern haben. Aber die gute Nachricht zuerst. Kopfläuse sind zwar äußerst lästig, im Grunde jedoch harmlos. Sie deuten weder auf eine mangelnde Hygiene hin, noch übertragen sie bei uns irgendwelche Krankheiten. Loswerden möchte man sie trotzdem so schnell wie möglich. Der Zoologe und Parasitologe Professor Heinz Mehlhorn weiß, wie das am effektivsten geht. Wenn man einen Läusebefall vermutet, sollte man zunächst die Haare spreiten, weil die Läuse sitzen an der Kopfhaut. Dann mit dem Nissenkamm kämmen, um welche festzustellen. Und dann eben sich in die Apotheke bewegen und dort ein gut wirksames Antiläusemittel erstehen, wie zum Beispiel Leisner. So lassen sich Läuse wirkungsvoll mit einem Spezialshampoo bekämpfen. Dieses sollte gründlich bis zur Kopfhaut einmassiert werden. Beim Kauf des Mittels in der Apotheke sollte man sich aber gut beraten lassen. Das erste Kriterium ist, es muss 100% wirken, sowohl die Eier, die Larven als auch die Geschlechtstiere treffen. Zweitens, es muss in der Wirkung ungiftig sein, weil sonst gefährdet man die Gesundheit des Kindes. Drittens, dieses Mittel muss leicht aufgebracht werden können. Kinder zappeln herum und wollen nicht stundenlang etwas in den Haaren haben. Und viertens, es muss eine schnelle Einwirkzeit haben, sodass eben man nicht unmittelbar viel von diesem Mittel einatmet oder dass es in die Haut ziehen kann. Bei einem Läusebefall der Kinder sollten alle Familienmitglieder gleichzeitig behandelt werden. Die Eltern sollten außerdem Spielkameraden und den Kindergarten informieren, um eine Ausbreitung des Läusebefalls zu vermeiden. Haarspangen, Haargummis oder Bürsten sollten vorsichtshalber mit heißem Wasser ausgewaschen werden. Es ist aber nicht notwendig, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Läuse lieben die Körperwärme. Sie vermeiden es, auf den Boden zu fallen. Sie müssen auch ständig Blut saugen. Und daher gehen sie eben nicht auf den Boden. Sie gehen nicht auf Teddybären oder auf irgendwelche Kopfkissen. Und deswegen ist es unnötig, Betten und Ähnliches regelmäßig zu waschen. Und auch das Lieblingskuscheltier gehört nicht ins Eisfach. Völlig unwirksam sind laut Professor Mehlhorn auch Hausmittelchen wie Alkohol, Essig oder gar Mayonnaise. Selbstständiges Haarewaschen vertreibt die Läuse nicht aus ihrem warmen Domizil. Vertraut man aber auf die Mittel aus der Apotheke, sind die Kopfläuse bald Geschichte. Ein gut wirksames Antiläusemittel erstehen, wie zum Beispiel Leisner. So lassen sich Läuse wirkungsvoll mit einem Spezialshampoo bekämpfen. Dieses sollte gründlich bis zur Kopfhaut einmassiert werden. Beim Kauf des Mittels in der Apotheke sollte man sich aber gut beraten lassen. Das erste Kriterium ist, es muss 100% wirken, sowohl die Eier, die Larven als auch die Geschlechtstiere treffen. Zweitens, es muss in der Wirkung ungiftig sein, weil sonst gefährdet man die Gesundheit des Kindes. Drittens, dieses Mittel muss leicht aufgebracht werden können. Kinder zappeln herum und wollen nicht stundenlang etwas in den Haaren haben. Und viertens, es muss eine schnelle Einwirkzeit haben, sodass eben man nicht unmittelbar viel von diesem Mittel einatmet oder dass es in die Haut ziehen kann. Übertragen Sie bei uns irgendwelche Krankheiten. Loswerden möchte man sie trotzdem so schnell wie möglich. Der Zoologe und Parasitologe Professor Heinz Mehlhorn weiß, wie das am effektivsten geht. Wenn man einen Läusebefall vermutet, sollte man zunächst die Haare spreiten, weil die Läuse sitzen an der Kopfhaut. Dann mit dem Nissenkamm kämmen, um welche festzustellen, und dann eben sich in die Apotheke bewegen und dort. Es brennt, es juckt, es krabbelt. Diagnose: Läusealarm. Vor allem Kinder werden häufig von den kleinen Blutsaugern befallen, da sie im Kindergarten oder in der Schule intensiv Kontakt mit anderen Kindern haben. Aber die gute Nachricht zuerst. Kopfläuse sind zwar äußerst lästig, im Grunde jedoch harmlos. Sie deuten weder auf eine mangelnde Hygiene hin, noch bei einem Läusebefall der Kinder sollten alle Familienmitglieder gleichzeitig behandelt werden. Die Eltern sollten außerdem Spielkameraden und den Kindergarten informieren, um eine Ausbreitung des Läusebefalls zu vermeiden. Haarspangen, Haargummis oder Bürsten sollten vorsichtshalber mit heißem Wasser ausgewaschen werden. Es ist aber nicht notwendig, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Läuse lieben die Körperwärme.